Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaß mit Werkzeug. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil ich darf tatsächlich Spaß mit Werkzeug haben, weil ich darf ein bisschen spielen. Ich darf heute mit vielen tollen Geräten spielen, die ich so noch nie zusammen verwendet habe. Wir haben hier einmal den CTM 36 EAC, den Festool quasi Premium Staubsauger, dann den brandneuen Zyklon obendrauf, CTVA 20, die Unboxings dazu, alle hier oben verlinkt natürlich. Und heute geht es aber um den Star unserer Sendung, um die RG 130E, die Renofix Renovierungsfräse von Festool. Damit möchte ich gerne hier diesen Boden sauber machen. Ich habe schon mit der Festool Teppichfräse TBE RS100 die Teppichreste entfernt und jetzt muss noch der letzte Rest Teppich und der Kleber runter, damit wir dann eine plane Oberfläche haben. Ich bin mal gespannt, wie gut die Absaugung funktioniert und was für ein Ergebnis dieser höhenverstellbare Teller hier bringt. Alles Weitere werde ich euch danach erzählen. Jetzt stelle ich die Maschine auf 6, das heißt volle Power für die Dia-Abrasivscheibe und werde mal ordentlich loslegen und gucken, wie es hier zur Sache geht. Abrüttelung an, volle Power, Auto an. Das wird dann voll. Also, wenn das Ding eine voll ist, wiegt der Inhalt eine Tonne. So. Ab geht er, Peter. Nach 50 Minuten ist der Raum nun einmal komplett geschliffen. Jetzt fehlen nur noch die äußeren Kanten. Und da hatte ich ja schon im Unboxing von der RG 130 gesagt, dass ich da sehr gespannt drauf bin, wie dieses Kantentool funktioniert. Dafür nehme ich auf jeden Fall jetzt hier erstmal diesen Ring ab, weil damit kommt man nicht bis in die Ecke. So, wir befestigen hier wieder die Schraube, damit es nicht klappert. Und jetzt kann ich nämlich wunderbar mit bis in die Ecke arbeiten, muss aber versuchen, die Maschine nicht zu verkanten. Thank you.
So, liebe Freunde von Spaß mit Werkzeug, jetzt haben wir hier einmal ringsherum auch die Kanten noch geschliffen und ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden mit der RG 130. Das Arbeiten mit ihr ist eine wahre Freude. Sie ist für mich deutlich leichter als die RG 80, obwohl sie einen deutlich größeren Arbeitsbereich hat. Mit dem Ring drauf läuft sie wunderbar. Man darf auf keinen Fall drücken. Sie verkantet natürlich leicht, weil sie eine ordentliche Power hat. Aber wenn man ohne Druck, schwimmt sie ganz leicht über das zu bearbeitende Material. Man braucht kaum Kraft. Es ist beinahe schwieriger, dabei der Arbeit zu knien, als das Ding zu führen. Es macht einfach Spaß. Die Absaugung zusammen mit dem Zyklon und dem CTM 36EAC funktioniert wirklich hervorragend. Zumindest solange die Klappe geschlossen ist und der Ring drauf ist. Dann kann man wirklich arbeiten, es ist ein Traum. Man staubt kaum ein, ringsrum die anderen Zimmer werden nicht mit Dreck belästigt. Es ist wirklich toll, ich bin begeistert. Allerdings muss ich auch sagen, sofern man die Klappe vorne hochklappt, um bis zur Kante zu arbeiten, reduziert sich die Absaugung so, ich würde mal sagen, auf jeden Fall um die Hälfte. Dann fliegt hier ganz schön der Dreck rum. Aber natürlich, man muss ja halt auch bis zur Kante arbeiten können. Das funktioniert tadellos. Danach muss man halt saugen, aber mit dem entsprechenden Zubehör an dem Staubsauger, was man extra kaufen muss, geht das auch problemlos. Der Raum ist schon wieder sauber. Und wie gesagt, mit Reinigung und allem Spaß habe ich ca. 1,5 Stunden gebraucht. Das ist, denke ich mal, eine sehr anständige Zeit. Und auch der Arbeitsaufwand hielt sich in Grenzen. Die Maschine hat die ganze Zeit voll durchgezogen. Sie hat ordentlich Power. Sie hat nicht einmal geschwächelt. Sie hat nicht einmal überhitzt. Tadellos. Alles auf Stufe 6 maximal, was ging. Das Arbeiten war wirklich leicht. Da hatte ich echt Spaß mit Werkzeugen.